Es gibt auch immer dieses Spiel, an das man längere Zeit nicht denkt. Es dann aus irgendeinem Grund herauskramt, anschmeißt und durchspielt, nur um es danach wieder mehr oder weniger vollkommen zu vergessen, bis es das nächste Mal an der Zeit ist, einen neuen Durchlauf zu starten. Ich habe da ein paar Spiele, auf die diese Beschreibung wunderbar zutreffen dürfte, und einem davon möchte ich heute ein paar Worte widmen. Das Spiel, das ich so gut wie jedes Jahr mindestens einmal durchspiele, heißt Need for Speed Carbon. Kein anderes Need for Speed hat mich in jungen Jahren so sehr geprägt wie Carbon. Most Wanted und Underground 2 waren auch sehr wichtig, doch Carbon ist das einzige von den dreien, das ich auch wirklich von Anfang bis Ende durchgespielt habe. Und das mehrfach. Und neulich war es wieder soweit. Doch worum geht es in Carbon? Nun, wie es bei Rennspielen üblich ist, passt auch die Handlung dieses Need for Speeds auf einen Schaltknüppel. Zu Beginn kommt man in Pelman City an und hat direkt den sympathischen Ex-Sergeant Cross am Heck kleben. Hey, guess who's back? Den kennt man noch aus Most Wanted. Hübsche Rallye-Streifen. Nur ist er jetzt kein Polizist mehr, sondern Kopfgeldjäger. Und der eigene Kopf scheint recht weit oben auf seiner Liste zu sein. Wieso auch immer. Doch dieses Mal bleibt es nicht nur bei Rallye-Streifen. Das Auto ist kaputt und ein gewisser Darius rettet einen vor Cross, will aber, dass man von nun an Rennen für ihn fährt. I still don't know what happened that night you took off. But I do know you're into me now for some serious cash. Things have been getting a little too close for comfort around here with all these crews battling for new territory. I think I could use someone with your skills to help me out. The way I see things, I bailed you out of a serious jam twice now. Time for you to return the favor. Später erfährt man auch noch etwas über die Geschehnisse, die früher passiert sind, und das war's eigentlich auch schon an brauchbaren Story-Gedöns. Ich habe damals nur eine englische Version gespielt und mit meinem Grundschulenglisch konnte ich den Protagonisten nur bedingt folgen. Ehrlich gesagt, ich habe damals kaum etwas verstanden. Aber das hinderte mich nicht, mich in die Welt zu stürzen. Zumal ich dann irgendwann mal eine deutsche Version auf der PlayStation gespielt habe und bei den Synchronstimmen fast kotzen musste. Hey, sag mal, fällt da einer für mich ab? Ich meine, ich würde jeden nehmen, aber der mit den coolen Felgen gefällt mir am besten. Sieh doch erstmal zu, dass die Tanks voll sind. Na klar. Ich bin hier der Blöde! Da war ich mit der englischen Version mehr als zufrieden. Doch wo war ich? Ach so, ja. Ich stürzte mich trotz Sprachbarriere in die Welt. Man kann sich am Anfang einen von drei Wagen aussuchen. Einen Mazda RX-8, einen Camaro SS oder meinen Liebling, damals wie heute, einen Alfa Romeo. Wobei das nicht am Wagen selbst liegt, den finde ich nämlich ziemlich meh, sondern an seiner Klasse. Die Wahl des Wagens entscheidet darüber, in welchem Stadtteil man beginnt und gibt auch ein wenig vor, welche Wagen man im Verlauf der Story freischaltet. Denn jeder der drei Wagen repräsentiert eine der drei Wagenklassen. Tuner, Muscle Cars und Exoten. Jede Klasse mit leichten Vorteilen in jeweils einem der Bereiche Handling, Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Während sich das besonders am Anfang noch sehr bemerkbar macht, wirkt sich das bis auf ein paar Ausnahmen im späteren Spielverlauf nicht mehr so stark aus. Denn man kann seine Autos in Sachen Leistung tunen, also bessere Beschleunigung und so weiter aus seinem Wagen herausholen. Zudem kann man sie auch visuell anpassen. Spoiler, Motorhauben, Felgen, die ganze Palette. Früher habe ich wunderbare Kreationen in Türkis und Pink hergestellt, welche in ihrer schillernden Erscheinung nur von denen übertroffen wurden, die mein Vater gezaubert hat. Jetzt, nach zigmaligen Durchspielens, kann ich sagen, alle Wege führen irgendwie nach Rom und alle drei Klassen sind gut. Nur versammeln die Exoten einige tolle Wagen in ihren Reihen. Porsche, Mercedes, Lamborghini oder Aston Martin. Und mein lieber Mann, fand ich den DB9 damals geil. Einen solchen fährt auch Wolf. Einer der drei Bosse der verschiedenen Gebiete. Alle drei finden es nicht so cool, wenn man in ihren Gebieten Rennen fährt und labern einen dann von Zeit zu Zeit voll. So, how long did it take you to spend all that money you took from me? Wenn man das erste Mal auf einen der Bosse trifft, wird er in einem kurzen Intro vorgestellt.
So ein einfaches Mittel. Aber ich habe die 10 bis 15 sekündigen Videoclips einfach geliebt, weil sie mir das Gefühl gegeben haben, dass da wirklich eine Crew ist, die dieses Territorium beherrscht und verteidigt. Auf meinem Straßenteppich im Kinderzimmer habe ich dann mit verschiedensten Hot Wheels Autos ebenfalls Crews gebildet und mit meiner Digitalkamera versucht, ähnliche Videos zu machen. Leider wurde die Kamera vor vielen Jahren bei einem Einbruch mitgenommen, weshalb ich das Rohmaterial nicht mehr habe. Wenn es denn überhaupt noch auf der Kamera war und es nicht ohnehin Platz für andere Aufnahmen machen musste. Umso besser fühlte es sich dann natürlich an, wenn man mit seiner eigenen Crew dann Bezirk für Bezirk eroberte. Denn man fährt in den meisten Rennen nicht alleine rum. In Sprint-, Rundkurs- und Radarfallenrennen steht einem ein Crewmitglied zur Seite. Blocker rammen gegnerische Wagen von der Straße, Drafter verschaffen einem durch Windschatten einen großen Geschwindigkeitsvorteil und Scouts suchen und markieren Abkürzungen auf den Strecken. Zu Beginn kann man nur auf den einzig wahren Neville zurückgreifen, aber im Verlauf des Spiels kommen immer mehr Crewmitglieder dazu, die auch abseits der Strecke noch kleine Boni mitbringen. Doch nach den ersten Rennen taucht auch schon Sal auf, der irgendwie ein wenig wie Bear Grylls aussieht, und von da an gibt es für mich kein anderes Crewmitglied. Das liegt weniger an der Tatsache, dass er mir als Scout die Abkürzung zeigt, die kenne ich alle mittlerweile in- und auswendig, sondern vielmehr daran, dass Sal ein eingebautes Gummiband hat und damit dann auch nach Vollcrashs in kürzester Zeit wieder an einen rankommt und so gut wie jedes Mal als erster durchs Ziel fährt. Das zählt dann auch als Sieg. Allerdings hat mir Sal auch manches Mal den letzten Nerv geraubt, denn er bremst einen bei jeder Möglichkeit durch vollkommen hirnrissige Fahrmanöver aus. Da könnte ich eine ganze Compilation draus machen. Hier mal eine kleine Kostprobe. Ach, Sal. Ich mag dich trotzdem. So fährt man Rennen für Rennen, bis einem der Boss jedes Stadtteils eine böse Voicemail schickt und einen zu einem Duell herausfordert. You made me wait. I'm just surprised you were stupid enough to show up at all. Erst ein Rundkursrennen und danach geht es in den Canyon. Come on. Dort fährt man zuerst dem Boss hinterher und sammelt Punkte. Je dichter man an ihm dran ist, desto besser. Und danach fährt man selbst vorne weg und die Punkte zählen rückwärts. Da ich damals mit Tastatur gespielt habe und meine Fahrkünste dementsprechend limitiert waren, hatte ich bei diesen Rennen immer extremes Herzklopfen, auch weil man an einigen Stellen von der Strecke in den Abgrund stürzen konnte und das Rennen somit sofort zu Ende war. Die Befriedigung, wenn ich ein solches Duell dann überstanden hatte, war dafür umso größer. I'll let you win. Mit etwas Glück konnte ich dann noch den Wagen des Bosses gewinnen und dann mit dem getunten Aston Martin von Wolf meine Runden drehen und die anderen Bosse besiegen. Ach ja, noch eine kleine Randnotiz. Sollte man in den Bossrennen mal in ein Auto oder eine Wand crashen, taucht oben links der Boss auf und lacht einen aus. Das ist neben Sals Hang zur fahrenden Straßensperre so unglaublich nervig. Zumal die Gesichter, besonders von Angie, abgrundtief hässlich aussehen, dass man da auch noch Angst bekommt. Wobei, vielleicht war das auch der Plan der Entwickler, damit man sich anstrengt, besser zu fahren, um das Grauen einfach nicht mehr sehen zu müssen. Hat man alle drei Bosse besiegt, kommt man in den zuvor noch gesperrten vierten Stadtteil, der an Las Vegas erinnert, gewinnt dort das erste Rennen und trifft dann den letzten Boss. Welch Wunder, es ist Darius. Der hat nicht nur ebenfalls ein kurzes Intro, sondern auch ein tolles Gefährt. Bis heute finde ich den Audi A8 mit das schönste Auto überhaupt. Und in einer Traumwelt, in der ich das Geld hätte, naja, und einen Führerschein, wäre das vermutlich der Wagen, den ich dort fahren würde. Das hat höchstwahrscheinlich auch mit Carbon zu tun. Der Wagen weckt Begehrlichkeit. Ich konnte die Wagen aller anderen Bosse fahren, also wollte ich auch den Audi haben. Doch das geht nicht. Besiegt man Darius, ist das Spiel zu Ende und man hat den Audi für die eigenen Rennen freigeschaltet, kann aber nicht in der Welt frei umherfahren. Das fand ich damals wie heute ziemlich schade. Über zwei Dinge habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, die Polizei und den Soundtrack. Letzterer bietet einige echt gute Titel. Besonders die Musik während der Rennen hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Die geht gut nach vorn und baut Spannung auf.
Auch während der Canyon-Duelle trug sie damals dazu bei, dass ich schweißnasse Hände hatte. Die lizenzierten Lieder sind so mittelmäßig. Einige sind ganz gut, andere wiederum eher lasch. Doch sie passen zu den verschiedenen Autoklassen und fügen sich dadurch doch ganz gut in die Welt ein. Über die Polizei kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich sie die meiste Zeit meide. Früher lag es daran, dass ich mit meinen Englischkenntnissen die Funksprüche nicht verstand und somit etwas Schiss vor ihr hatte. So viel, dass ich teilweise in Rennen extra langsam fuhr, um nicht verfolgt zu werden, was dazu führte, dass ich die Rennen verlor, weil Cell dadurch auch mega langsam wurde. Gummiband und so. Und heute liegt es daran, dass sie storytechnisch einfach keine Relevanz hat. In Most Wanted musste man Kopfgeld sammeln, um voranzukommen. In Carbon nicht. Und da stört sie nur und würde bei Abwesenheit von mir nicht vermisst werden. Alles in allem ist Carbon absolut kein überragendes Spiel, aber all meine Erinnerungen und die Nostalgie machen es, wie eingangs schon gesagt, zu einem besonderen Spiel für mich. Deswegen spiele ich es so gerne. Und ich gehe davon aus, dass ich mich auch die nächsten Jahre immer mal wieder von Cell... Genau. Ich bin hier der Blöde!